Servus meine Freunde, hier euer Keks, heute wieder mit einer neuen Mod-Vorstellung für Spin Tires. Ihr seht den UAZ Patriot, kommt von der russischen Firma Ulyanovsky Automobilny Zavod. Ich hoffe, ich habe es mal wieder richtig ausgesprochen. Ist gar nicht mal so einfach. Ja, wird hergestellt seit 2015 und bis heute natürlich auch weiterhin auf dem Markt. Und ja, dieses Gerät schafft 150 km/h und leider seht ihr auch derzeit noch keine Zusatzteile oder beziehungsweise Trailer, die wir hier anbauen können. Aber vielleicht kommt das noch dazu. In Russland ein Mittelklasse-SUV, was sich derzeit sehr gut verkauft. Und ja, auf dem europäischen Markt nach und nach soll der eigentlich eingeführt werden. Aber da hat er noch nicht ganz den Durchbruch geschafft. Deshalb versuchen das die Russen jetzt mit weniger Kohle quasi, wird er unter 15.000 US-Dollar verkauft, damit er dort auch ein bisschen Fuß fasst. So, wir probieren gleich mal die Fahrt hier ein bisschen aus. Ich habe es ja schon gesagt, es gibt keine Zusatzteile, die wir hier anbauen können. Von daher müssen wir jetzt damit erstmal ein bisschen leben. So, fahren tut er bisher ohne Differentialsperre und Allrad und muss sagen, kommt eigentlich ganz gut vom Fleck. Und deshalb würde ich sagen, halten wir mal an. Ja, vom Mod-Design, hier vorne das typische Logo von UAZ und ja, man sieht halt so, das ist hier sogar mit Gardinen, also ist schon ein schicker Familienvan oder SUV, kann man schon sagen. Lichter sind auch ganz passabel, also vom Äußerlichen, sage ich mal, ist das schon okay. Auch jetzt, wenn ich dem Realen denke, passt er sich so ein bisschen dem Markt an und ja, von der Mod her, von der Gestaltung, der Lack, ja, könnte ein bisschen besser sein. Manche Kanten, Ecken, denke ich, gehen noch ein bisschen besser zu gestalten, aber so erstmal ist es für mich eine normale Standardmod, die man auf jeden Fall auch nehmen kann. Und ich würde sagen, wir setzen mal die Ford weiter hier und versuchen mal die Differentialsperre und das Allrad anzuschalten, um zu schauen, ob man jetzt sich ein bisschen besser bewegt. Es vom Gefühl her würde ich sagen, ja, aber viel großen Unterschied gibt es jetzt nicht. Man müsste halt wirklich gucken, ob der jetzt hier auf so ein bisschen Pampa-Strecken wie hier oder das Holzsager da, ach nee, Holzsager ist ja hier nicht, ob er hier, sage ich mal, auch mit dem, ob er jetzt mit dem normalen seinem Antrieb vorankommt. Nein, kommt er nicht. Das ist schon mal gut. Und wenn ich jetzt Allrad und Differentialsperre anstelle, hat er auch zu kämpfen, aber er kommt definitiv besser voran. Und das ist, denke ich mal, schon was Gutes, wenn ich in der Mod das einbaue. Wobei, ich denke, jetzt habe ich mich hier total festgefressen. Und ja, da geht gar nicht mehr. Selbst mit Differentialsperre und Allrad, wir versuchen nochmal die anderen Sachen auszuschalten. Nee, da geht gar nichts. Habe ich eine Seilwinde? Nein, habe ich auch nicht. Also, das war's leider. Ja, schade. Also, der Allrad und die Differentialsperre reichen hier nicht ganz aus. Wobei, na, kriegen wir ihn zur Seite hier. Ein bisschen kämpft er sich noch voran. Schaffen wir es vielleicht hier auf den kleinen... Na, versuchen wir mal, was sind die... Nee, es wird sehr schwer, aber ich denke mal, mit viel Zeit könnte man es wahrscheinlich schaffen, hier rauszukommen. Aber ihr seht selbst, selbst mit den beiden Sachen schafft das nicht. Ja, dann würde ich auch die Mod jetzt zum Fazit drücken. Also, was natürlich ein Negativpunkt ist, es gibt gar keine Zusatzbauteile und Trailer, die wir hier anbringen können. Wäre natürlich schade gewesen. Vom Aussehen ist das alles passabel. Also ich würde sagen, die Mitte reiht sich diese Mod auf jeden Fall ein. Und man hofft vielleicht, dass jetzt da noch zusätzliche Sachen kommen. Und vielleicht in der Version 2, die vielleicht auch die ganze Atmosphäre dieses Wagens so ein bisschen attraktiver machen. Und dann denke ich mal, sollte das auch besser hier in Spin Tires klappen für diese Mod. Von daher, wenn ihr Comments habt, dann schreibt es bitte unten rein. Eure Meinung zählt natürlich auch, wie ihr dieses Fahrzeug findet. Und ich würde jetzt einfach mal den Schuh machen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Keks. Ciao, ciao.